Hallo, hier sind wieder Luna und Marc, die beiden reisenden Reporter. Wir stehen hier vor dem Rhein-Energie-Stadion des FCs. Heute ist Spieltag! Hoffentlich gewinnen die. Ja, dann haben wir am Montag Hausaufgaben frei. Wie jetzt? Also meine Lehrerin ist FC-Fan, die hat das irgendwann mal eingeführt. Muss ich auch mal mit meiner Lehrerin besprechen. Aber darum geht's jetzt hier gar nicht. Denn wir haben gehört, dass das Kinderdreigestirn heute auch da ist. Und wir gucken einfach mal, wen wir noch so treffen. Kommt mit. Unser Herz schlägt für der FC Köln, für der edelste Club am Ring. Unser Herz schlägt für der FC Köln, kennt er auch nicht nur Sonnenschein. Unser Herz schlägt für der FC Köln und eins, das blieb bestand. Also du hast ja letztes Jahr das Tor des Jahres geschossen. Was war das für ein Gefühl für dich? Wir haben das Spiel ja dann auch zum Glück gewonnen gegen Gladbach und das ist natürlich ein toller Preis, weil die ganzen Fans einen dann wählen im Internet und an den Telefon und das macht mich auf jeden Fall sehr glücklich. Wenn ich Profi beim FC werden will, was muss ich dann tun? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall musst du schon als kleiner Junge ganz viel trainieren und natürlich brauchst du ein bisschen Glück und Talent und musst du auch noch gut spielen dazu in den Spielen, die du dann hast. Und dann kannst du das mit ein bisschen Glück schaffen, beim FC zu spielen. Vielleicht werde ich ja Nachfolger von Horan. Ich bin nämlich gut im Wenn Tor. Wenn du trainierst. Warum singen manche Leute, ihr seid nur ein Karnevalsverein? Weil die uns da eigentlich mit beleidigen wollen. Aber wir nehmen das ja hier mit dem Humor und singen das ja manchmal selber. Wenn wir verlieren zum Beispiel, dann singen unsere Fans auch, wir sind ein Karnevalsverein, damit uns damit keiner beleidigen kann. Und es ist ja auch schön, dass wir so den Karneval feiern können hier in Köln. Von daher gehört das auch dazu. Feierst du denn auch Karneval? Ich habe mir noch gar nicht so die großen Pläne geschmiedet. Aber ein paar von uns sind auf dem Zug dabei, am Rosenmontagszug. Und vielleicht lasse ich mich da auch mal blicken. Und als was verkleidest du dich dann? Das weiß ich noch nicht. Aber ich habe schon so viele Kostüme in meiner Truhe. Da muss ich mir irgendwas raussuchen dieses Jahr. Vielleicht als Torwart. Das wäre eine Idee. Und was ist dein Lieblings-Karnevalslied? Das ist It Yit Kein Wort von Cat Ballou. Kennt ihr das? Es Yit Kein Wort, das genau. Sagen, was ich will, wenn ich an Köln denke. Oh oh. Genau. Vielen Dank noch und viel Erfolg und werd deutscher Meister, ne? Genau, machen wir. Was war es für ein Gefühl für euch, auf den Rasen zu laufen? Also ich fand das ein richtig cooles Erlebnis, weil man musste es auch einmal schnell genießen und dann war es ja auch schon wieder vorbei. Aber es war richtig schön. Jonas, wie war es für dich? Also ich fand es auch total cool. Ich war auch schon mal Einlaufkind. Es war jetzt ein richtig cooles Erlebnis und auch mit den Schiedsrichtern einzulaufen. Also für mich war es auch schön, den Ball zu nehmen. Ja, auch ein sehr schönes Gefühl. Ja, und dann gehen wir einfach mal und wir hoffen, dass der FC gewinnt, ne? Schön. Ich hab einfach das Gefühl, ich bin so. Das war's für heute. Tschüss.